In jener Zeit konnten die Menschen endlich ihre Erdhöhlung verlassen. Sie hatten sich dort für Jahrhunderte vor der radioaktiven Strahlung versteckt, die durch die letzten Atomkriege entstanden war. Inmitten des Dschungels entdeckten sie die Butzuk, eine Mutantenrasse, die friedlich am Fuße eines Hügels lebten. Die Menschen besetzten mit Gewalt den Wohnort der Butzuk und erbauten dort die Stadt Blurksenblicknaxel auf dem Hügel. Aber tatsächlich zlotet es ganz fürchterlich in Blurksentrinzennapaxel. Und nun, Professor Azimuth, können wir jetzt mit dem Teddybären spielen? Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Wootruth and the Schnibble of Azimuth. Dieses Spiel habe ich früher schon mal gespielt und ich liebe einfach dieses Grafikdesign. Diese unaussprechlichen Namen von irgendwas, besonders der Name der Stadt, wer den aussprechen kann, alle Achtung, ich werde es jetzt nicht versuchen. Und wie gesagt, ich habe das Spiel früher mal gespielt. Irgendwann, ja, trennt man sich von alten Sachen, wenn man denkt, spielt man ja eh nie wieder, ne? Man ist ja dann irgendwann aus dem Alter raus und so weiter. Aber ganz ehrlich, ich habe es dann bei eBay gesehen. Und ich muss es direkt adoptieren. Ich muss es direkt wieder spielen. Dieses Design, die Witze, alles, das gesamte Spiel. Naja, okay, die üblichen Daten zum Spiel wurde von Cocktail Vision entwickelt, von Sierra Entertainment auf den Markt gebracht, und zwar im Jahre 1994. Und jetzt will ich nicht länger reden, wir starten rein in dieses lustige, knuffige, putzige Spiel. Rein da, Spiel. Lass uns loslegen. Menschenskinder, meine Rübe! Seh schon lauter Sterne, was ist nun mit mir los? Mir geht ein ganzer Leuchter auf. Was hab ich da für ein Wort im Kopf? Schnibbel? Ja, das ist Wootruth, unser Held. Man muss ihn einfach lieb haben auf seine tapsige Art und Weise. Und der Bösewicht im Spiel, das war der Obersack. Den Mann, den wir im Intro gesehen haben, also einmal natürlich Wootruths Vater und auch den Mann mit der komischen Nase, das ist der sogenannte Obersack, der den Teddy ermordet hat. Ja. Ja, und genau, Wootruth macht gerne Faxen. Und Wootruth ist jetzt durch diese Kopfhörer, die er anhatte, ja, schnell erwachsen geworden, hat aber irgendwie sein Gedächtnis verloren. Und jetzt schauen wir uns einfach mal in der Stadt mit dem unaussprechlichen Namen um und schauen mal, was wir machen können. Wir reden zuerst mal mit dem Gaffer. Ich bin mal gespannt, wie viel von dem Spiel ich auch noch weiß. Ich weiß, dass ich es nie zu Ende gespielt habe. Ich glaube, das lag irgendwie an einem Bug oder weil ich irgendwas nicht verstanden habe. Ich weiß es nicht mehr. Aber wir schauen mal, wie gut wir vorankommen und wie viel ich auch noch weiß. Kommen Sie näher, um besser zu sehen. Da haben Sie etwas. Solche Scherze gibt's immer wieder im Spiel. Der Mann, wem gehört das Haus da hinter uns? Es gehört Professor Azimuth. Ein liebenswürdiger Mann, berühmt wegen Arbeiten über die Zeit. Aber irgendwas ist hier heute Nacht passiert. Ich? Können Sie mir sagen, wer ich bin? Ich kenne Sie nicht. Ich habe Sie hier noch nie gesehen. Ja, Wootruth weiß, wie gesagt, nichts mehr. Armer Teddy erschossen. Ja, armer Tropf. Sagt er noch irgendwas? Na Freund, haben Sie schon mal etwas vom Schnibbel gehört? Schnibbel? Natürlich, nur dank seiner können die glücklichsten Dinge geschehen. Professor Azimuth hat ihn zu unser aller Glück entdeckt. Was ist nur in diesem Haus passiert? Ich kann mich an nichts erinnern. Ich habe nichts gesehen, aber anscheinend weiß HP Sebastian Bescheid. Okay, HP Sebastian. Sagst du noch irgendwas? Wer ist denn HP Sebastian? Ich habe diesen Namen noch nie gehört. HP Sebastian? Das ist so ein Intellektueller, der immer in Kneipen rumhängt. Der ist in der Bar der Schluckspechte.
Alles klar, sagst du noch irgendwas? Kommen Sie näher, um besser zu sehen. Nein. Da haben Sie etwas. Jetzt hat er wieder den armen Wuthof geärgert. Also man muss die Leute immer mehrmals ansprechen. Steht auch im Handbuch drin, weil sie oft mehrere Dinge zu sagen haben und sagen halt einfach nicht alles auf einmal. So, schauen wir nochmal in unsere Bude rein. Ja gut, er kann sich da an nichts erinnern. So, den Hosenknopf, den muss man zuerst mal mitnehmen. Den packen wir mal ein. Ja, Wuthof, kannst du mal einen Zahn zulegen? Oh, jetzt hat er sich doch an seinen Teddy erinnert. Ist ja nicht süß. Hier war doch Dreck- und Abfalltonne. Da war. Ja, hier kriegen wir auch gesagt, wir sollen hier oben mit diesem Alligator-Schnauzen-Lederstiefel was machen. Aber Spiel, ich möchte erstmal hier nochmal in die Tonne gucken. So, Sie habe ich hier noch nie gesehen. Haben Sie schon alle Steuern bezahlt? Ich liebe diese Details im Spiel. Ja, die Bozugs sind ja dieses Volk, was die Menschen hier mal, wo die Menschen die Stadt übernommen haben und das Volk unterdrücken. Die sehen auch cool aus. So eine seltsame Vorrichtung. Komisches Gerät. Ich frage mich, wozu das wohl gut ist. Sagst du sonst noch was? Wenn ich lesen könnte, würde ich verstehen, wie das funktioniert. Ah ja, stimmt. Ich erinnere mich. Wuthof hat natürlich nie lesen gelernt, weil er relativ schnell ein Erwachsener geworden ist. Dann schauen wir zuerst mal, dass wir zumindest einen Stiefel bekommen. Aktuell laufen wir barfuß. Das sollte kein Dauerzustand werden. Dann lauf mal bitte dahin. So, und dann schauen wir mal, dass wir den Stiefel da oben runter bekommen. Ja, 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 was, wer auch immer du bist, wir haben es verstanden. Ich dachte, man hätte mit dem Knopf das runterwerfen können. Ah, da habe ich mich wohl schon geirrt. Sehr schön, wir sind auf dem Azimuth-Hausplatz. Benannt nach unserem Vater. So, hier ging es doch irgendwo weiter, da hinten. So, zur Straße der traurigen Butzuk. So. Oh weh, ich kann die Inschrift nicht entziffern, weil ich nicht lesen kann. Ja, das Problem müssen wir mal noch lösen. Hast ja recht. Oh weh, ich kann die Inschrift nicht entziffern, weil ich nicht lesen kann. Ja gut, mein Junge, das ist ein A. Aber okay, wir bringen dir das Lesen bei. So, wir haben einen traurigen Butzug. Mal diese Details da. Gegrüßt, mein Freund. Kannst du mir sagen, was dich so traurig macht? Tja, in dieser Stadt werden wir Butzug ausgebeutet und unterdrückt. Hat der Kollege noch was zu sagen? Ich bin fremd in dieser Stadt. Erzähl mir, wie man hier lebt. Ganz mies. Das Essen ist ekelhaft. Und das Wasser kann man nicht mal trinken. Die Menschen, die uns regieren, erdrücken uns mit Abgaben und Steuern. Okay, er tut einem richtig leid. So, wir haben hier noch eine junge Frau. Meine Verehrung, gnädiges Fräulein. Leben Sie schon lange in diesem Viertel? Stimmt schon. Ich habe Sie hier noch nie gesehen. Und beim Schnibbel, wenn ich kein Menschenkenner bin, ich erinnere mich an alle Gesichter, die ich auch nur ein einziges Mal gesehen habe. Ah, das trifft sich gut. Sie kennen den Schnibbel? Ja, er steht für alles Schöne und Harmonische in jedem von uns. Und Professor Azimuth, haben Sie ihn sprechen gehört? Ganz gewiss. Ein Mann der Wissenschaft, der interessant aussieht. Sehr selten. Meine Verehrung, gnädiges Fräulein. Leben Sie schon lange in diesem Viertel? Stimmt schon. Ich habe Sie hier noch nie gesehen.
Und beim Schnibbel, wenn ich kein Menschenkenner bin, ich erinnere mich an alle Gesichter, die ja, man kann leider ein einziges das, was man getriggert hat an Gesprächen, nicht abbrechen. Ich habe jetzt ein paar Tasten gedrückt, ging aber nicht. So, dann gehen wir mal weiter zur Aliensbrücke. Einfach mal ein bisschen Sightseeing machen und irgendwann wird es schon wieder Klick machen in meinen Erinnerungen, was man denn tun muss. So. Wir haben eine Holzkiste, schau mal. Ah, eine Butter. Hm? Jetzt hat es Klick gemacht, zumindest in meiner Erinnerung, bei euch vielleicht auch. So, dann nimm mal bitte die Mutter mit. Yep, yep. So, kannst du mal mit dem Bettler reden? Freundchen, ist da nicht zu viel Wasser? Komme ich denn da durch? Ja, nur zu. Da riskierst du nichts. Ist doch überhaupt nicht tief. Du Scheinschnibbel. Dir kann man wohl nicht vertrauen, oder? Ja gut, der Butzug hat ja gesagt, das Wasser kann man nicht trinken und man sollte auch nicht die Füße reinhalten. Ein Mutant? Hm, Wutrufe, willst du hin? Willst du nicht mit dem Mutant reden? Nein, will er nicht. Und die beiden kann man nicht anwählen. Okay, dann geh nochmal zurück. Denn jetzt haben wir, glaube ich, das, was ich brauche. Beziehungsweise wo ich dachte, dass man mit dem Knopf machen kann. Und ich glaube, das muss man mit der Mutter machen. Frag mich nicht, warum das mit dem Knopf nicht ging, was wir jetzt tun. Aber es ist so. So. Dann versuchen wir das nochmal. Versuch mal mit der Mutter den Stiefel runterzuwerfen. Geht das? Ja. Wieder nicht das gewünschte Ergebnis. So viel zu meinen Erinnerungen. Versucht das nochmal. Nee, okay. Dann nimm die Mutter mal bitte wieder mit. Ich habe eine Idee. Und zwar, der Typ da war ja unfreundlich. Vielleicht sollte man ihm seine Unfreundlichkeit mal versuchen heimzuzahlen. Ich glaube, so wird dann ein Schuh draus. Ich glaube sogar im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann können wir mit Schuh einen Schuh bekommen. Dann haben wir zwei Schuhe. Klingt nach einem Plan, oder? So, Wutruf. Der Typ da hinten war nicht nett zu dir. Kannst du dem mal bitte so eine Mutter an den Schädel werfen? Ah, geht das? Ja? Ha, Stiefel. Yep. So, jetzt haben wir zumindest mal einen Stiefel. Dann folgt der zweite sogleich. Hoffe ich zumindest mal. Wir werden sehen. So, Utruf jetzt mal nicht im Schneckentempo, sondern mal ein bisschen flotter. Ja, Utruf kann nicht flott. So, mein Lieber, dann versuch jetzt mal Schuh mit Schuh. Oder Stiefel mit Stiefel. Wie auch immer, aber tu's. Ja, sehr schön. So, ein Stiefel. Yep. Zwei Stiefel. Yep. Das da. Oh nee, ein Bild von seinem Vater. Oh. Mann, der arme Tropf. Okay. Watschel, watschel, watschel.
So, die Dame hat doch behauptet, sie könnte sich an alle Gesichter erinnern, die sie mal gesehen hat. So, dann zeigen wir ihr mal ein Foto von unserem Papa. Oh, aber das ist doch ein Foto von Professor Azimut. Oh, wie charmant er ist. Das Foto ist aus diesem Artikel hier. Er handelt von seinen Arbeiten. Oh. So, wir haben jetzt einen Artikel. Kannst du den... Nee, kann er nicht lesen. Na gut, wir müssen ihm zuerst mal das Lesen beibringen. Genau, das weiß man nicht. Okay, aber auf jeden Fall sollten wir jetzt über den Fluss kommen und unsere Mutter wieder einsammeln können. Sollte er sich die Füße nicht mehr verbrühen. Oder verätzen, besser gesagt. So, nimm mal... Ah, nee, die Mutter... Doch, Mutter, kann man nehmen? Das Fischskelett im Wasser. Okay. So, dann gehen wir weiter. So, wir sind jetzt in der Säufergasse und da ist der Säufer zur Säufergasse. Wohnen Sie hier in diesem Viertel? Oh, oh. Doch, die Herren, wie ähnlich Sie sich sehen. Sie sind wohl Zwillinge. Vergiss es, solange der noch besoffen ist, kriegst du nichts aus ihm raus. Ja, daran müssen wir arbeiten. So, Lotto ist Schwindel gezeichnet, BBF. Das war doch Butzok Befreiungsfront, glaube ich, BBF. Okay, wir haben einen Sack Federn. Nimm mal ein Federchen. Dann nahm ich in weiter Geste eine Handvoll Federn. Das waren gute Zeiten. Diese Details. Ich liebe es. So, normalerweise hat man ja geteert und gefedert. Nee, macht er nicht. Zeigt uns einen Vogel. Das ist nicht nett, mein Guter. Ah, dann keine Ahnung, für was der Teer gut war. So, hier haben wir eine Kneipe. Schluckspechtbar, da soll sich ja HP Sebastian aufhalten. Wutruf, wir versuchen hier ernst zu spielen und du machst Füllefanz. Drück mal den Schalter. Mip, mip. Okay, damit kann man Geräusche machen. Geht's hier noch irgendwie weiter? Scroll mal wieder ein bisschen. Ja, hier wird's noch zur Treppenstraße gehen. Wir gehen zuerst mal in die Kneipe. Woodruff, ich hoffe, du willst diesen schweinischen Ort nicht betreten. Hinter dieser Tür erwarten dich 1000 Freuden. Geh nur hinein, Woodruff. Ich finde das so gut. So gut. So, wieder ein armer Butzuk. Der hat seine Nase direkt in der Tasse drin hängen. Aber scheinbar können wir mit ihm nicht reden. Noch ein Kunde? Auch nicht. Okay. Eine Kaffeetasse. Können wir uns die mopsen? Süß. Guten Tag, lieber Freund. Sind Sie ein Stammgast? Was fällt Ihnen eigentlich ein, mir in diesem Ton zu kommen? Frechheit. Wir haben doch nicht zusammen die Schweine gehütet. Sie Flegel. Guten Tag, lieber Freund. Sind Sie ein Stammgast? Was fällt Ihnen eigentlich ein, mir in diesem Ton zu kommen? Frechheit. Wir haben doch nicht zusammen die Schweine gehütet. Sie Flegel. Okay, der möchte auch nicht so richtig mit uns reden. Dann schauen wir, ob der Musiker mit uns redet. Haben Sie all Ihre Steuern bezahlt? Auch die Schnapspromille-Steuer?
Fieser Gerl da immer. So, mit dem Kunden können wir auch nicht reden. So, dann haben wir noch ein Plakat. Du blöd, ich kann nicht lesen. Ach so, stimmt. Ja, ich vergaß. Sorry, Brutruf. So, die Wirtin. Dich kenne ich doch. Du bist der Adoptivsohn von Azimut, der kleine Wutruf. Wenigstens einer, der uns kennt. Also wissen Sie, wer ich bin? Und Sie, wer sind Sie? Ich bin deine Schullehrerin. Aber du bist ja ganz schön schnell groß geworden. Ja, wir hatten da so ein paar Kopfhörer an. Ich erinnere mich an nichts. Sie sagen, dass Azimut mein Adoptivvater ist. Ja, armes Kind. Es muss ein Drama geschehen sein, denn Azimut ist verschwunden. Jetzt, wo ich den Namen meines Vaters kenne, werde ich ihn hundertprozentig suchen. Oh, das ist gewiss, was er gewollt hätte. Nimm, das hat er mir für dich gegeben. Ein A. Danke fürs A. Danke. Aber sagen Sie mir, wer ist eigentlich H.B. Sebastian? Das ist der Mann mit dem Spitzbart dort drüben. Warum? Kennst du ihn? Ja, der will nicht mit uns reden. Vor dem Aufbruch, gib mir rasch einen Text, damit ich dir's Lesen beibringe. Ha! Sehr schön. Das brauchen wir. Gib ihr mal den Artikel. Dann brachte sie mir das Lesen bei. Das war die gute alte Zeit. Der Artikel gegenüber Dr. Azimut und diesen mystischen Schnibbel, den niemand je gesehen hat, der aber von allen hoffnungsvoll erwartet wird. Sagst du uns noch irgendwas? Oh, wie rasch du groß geworden bist. Ich kann's einfach nicht glauben. Ja, Kinder werden schneller groß, als man denkt. Redet jetzt der HP Sebastian mit uns oder du? Hä? Was hast denn du jetzt mir da mitgehen lassen? Und ein Flaschenöffner. Ich wollte eigentlich mit dem Mann reden, aber okay, wir haben einen Flaschenöffner. Ist recht. So, HP Sebastian, wir wissen, dass du es bist. Redest du jetzt mit uns? Entschuldigen Sie die Störung, mein Bester. Sie sind sicher HP Sebastian, der berühmte Literaturkritikaster. Erlauben Sie, ich heiße Wutruf. Freut Sie kennenzulernen, junger Mann. Sie möchten mich sprechen, oder? Korrekt, deswegen reden wir auch mit dir. Ich habe mir sagen lassen, Sie wüssten, was sich bei Professor Azimut abspielte. Ja, ich habe Männer in Schwarz reingehen sehen und sogar den Obersack erkannt. Genau, der Mann mit der Stahlnase. Der Obersack? Was ist das denn für eine Figur? Er ist die rechte Backe des Präsidenten, aber die Regierung ist nur Maskerade. Immer dieses, eigentlich würde man ja sagen, die rechte Hand des Präsidenten. Aber hier ist alles so ein ganz klein bisschen anders und das macht das Spiel auch irgendwo besonders. Sie denken also, dass der Obersack Azimut entführt hat? Aus welchem Grund? Weil Azimut ein Dissident ist, der staatsfeindliche Ideen verbreitet. Genau, über die Befreiung der Butzuks. Dann ist er ja in höchster Gefahr. Ja, zweifellos richtig. Umso mehr, als sich der Obersack auch sehr für die Studien von Azimut über die Ontologie der Zeit interessiert. Na endlich! Ich erinnere mich! Jetzt ist alles klar! Ich erinnere mich an diesen unheilvollen Tag, an dem Azimut entführt wurde von den schwarzen Männern des Obersacks, demselben, der danach erbarmungslos meinen armen Teddybären abgeknallt hat, der Schuft! Ich muss ihn unbedingt wiederfinden, meinen Papa Azimut und seinen Schnibbel. Danach werde ich mich an diesem Gangster von Obersack rächen, beim Schnibbel! Das nenne ich mal einen Geistesblitz-Wutruf. Da liegt ein Pinsel, nehmen den mal noch bitte mit. Dann schauen wir, wie wir aus dem Titelbildschirm wieder rauskommen. Da. Raus da. So, und wir sind wieder in der Kneipe. Hier geht's auch wirklich zum Titel.
Man kann immer wieder zum Titelbildschirm zurück. So, ich schicke euch aber in die Pause, gehe dann zum Speicherbildschirm über, speichere das Spiel ab. Also, bis gleich.